Okay, Kupfer dauert halt noch ein bisschen lange. Ich könnte mal zwischendurch hochtakten, die Kupfermaschine. Ich glaube, das mache ich mal gerade. Nur mal zwischendurch, ich kann ja wieder rausnehmen. Flump, let's go. Bringt das überhaupt was? Kommt da mehr raus? Ich glaube nicht, dass er mehr aufs Förderband passt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn man die Sachen wieder abbaut. Das sammelt sich einfach hier. Okay, das bringt nichts. Ach, dann schwebt die Scheiße einfach. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Das ist nicht so geil. Ja, ja, ja. Oh, der Sonnenaufgang. Untergang. Untergang. Warum schwebt das denn? Kann man das irgendwie nicht schön machen? Hier könnte ich mal, da könnte ich mal einen spendieren, glaube ich, hier. Zack. So. Ja, sieht schon besser aus. Die dauert sonst echt sehr lange, die Maschine. Ich habe mal unsere Stahlrohre ein bisschen flottiert, ne? Ich kick's mir gleich an. So. Die Dinger hier gehen, glaube ich, aber die Stahlrohre waren einfach zu selten. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Eigentlich könnte ich die hier auch flottieren, ein bisschen. So, einmal so ein bisschen so. Nur einmal. Und wir haben eigentlich genug Saft, um alles anzutreiben, aber müssen wir mehr Batterien nachlegen immer. Und da bin ich echt zu faul, ne? Ja. Boah, ist das geil, wie das hier alles durchrauscht jetzt. Boah, wenn dann der Limestone noch kommt. Oh. Ja, komm gleich, komm gleich, komm gleich. Ist ein bisschen sauber. Huch. So, okay, was ich dann theoretisch noch machen könnte, kann ich noch Faltstahl ein bisschen herstellen, so just for fun. Na, für Faltstahl bräuchten wir irgendwann auch dann eine automatische. Mach mal. Ich würde es nur sagen, ich würde es ja, nur ja, sagen. Ja. Schrauben müssen wir dann machen, so ein paar Schrauben, Schräubchen, Schraubelitis. Jo, so ein Container voll. Ja, wäre schön, wenn man die Effektivität der Maschine auch runterstellen könnte, das wäre auch toll. Na, kannst du doch, oder nicht? Hochstellen ja, runterstellen glaube ich nicht. Echt, der Regler ist nicht zum Runterstellen, okay. Oder? Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht doch, vielleicht hast du recht. Ich habe das noch nie probiert. Doch, kann man. Sehr gut. Wunderbar. Also kann man irgendwann so ein paar Sachen abzwacken und schick jetzt eine Schräubchenmaschine. Genau. Sehr, sehr gut. Oh ja, oh ja. Bräuchten wir irgendwann so ein Lager, wo die Zwischenprodukte alle oder die Endprodukte alle mal ankommen, wo man sie mal was rausnimmt und so? Ich weiß nämlich nicht, wie man das dann irgendwie alles hier... ordnen. Hm? Wie willst du denn das ordnen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich komm nur auf Schnapsideen. Das ist mein... Das kann ich immer. Das ist mein Hobby. Und dann verzettel ich mich in diesen Schnapsideen und dann lasse ich alles bleiben. Das finde ich gut. Ne? Das kann ich. Okay, hier... Iron Ore. Werden wir eh mehr kriegen später noch. Also theoretisch kann ich das da anschließen. Oder aber weißt du, was ich immer mache? Nee, nee. Na, pass mal auf. Ich pass mal auf. Ach so, das mache ich ja eh schon. Ah, ich wollte gerade die 500 Dinger da holen. Aber ich hoffe, die sind noch nicht fertig. Ja. Schilder wären noch schön. Beschriftungen. Oh Gott, hör mir auf. Wieso? Ja, also ja. Ja. Also ja. 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 Aber ja. Weil man kann damit auch so viel anderen wunderbaren Quatsch machen mit Schildern. Oh ja. Zum Beispiel das erste, was ich machen würde, beim Klo irgendwas. Ja, sowas halt. Das muss einfach. So, warte. Mach ich hier nochmal Production Constructor. Ah ne, Smelter brauchen wir hier. So. Dann hier nochmal eine Sammelkiste drin. So. Denn Eisen haben wir, weiß Gott, mehr als genug. Erstmal. Und später gar nicht. Und wir wissen, genau, wir wissen alle ganz genau, später wird das ganz anders aussehen. Wir brauchen mehr Eisen. Oh, für die ganze Produktion. Wo soll das Eisen noch herkriegen? Warum haben wir nicht mehr Eisen gebaut damals? Warum? Und dann verbinden wir nämlich die ganze Map nochmal irgendwo hin. Ja. So, Limestone kommt an. Oh, Träumchen. Wunderbar. Ich habe nochmal eine zweite Eisenschmelze gebaut. Jupp. Für später, damit wir da diese Iron Bars rausmachen können. Jupp, jupp, jupp. Was so. Haben wir denn hier ganz links? Was kommt denn hier an?
Ganz links kommt gar nichts automatisch, da kommt Holz rein. Ach, Holz? Das ist unsere Biodieselmaschine. Ah, okay. Also, okay. Ja, hab ich einfach, da habe ich trotzdem das Förderband gemacht, weil ich dachte, ist schick. Können wir irgendwann, wenn wir im Wald sind oder so, können wir da noch ein Förderband machen, Kiste hinstellen, let's go. Holz in der Kiste, genau, ja. Wenn es hier irgendwo einen großen Wald gibt, dann lohnt sich das. Gut, den finden wir noch. Ach stimmt, wir wollten eh rumlatschen. Ja. Stimmt. Geil, Limestone. Oh, ist das ein Traum. Wunderbar. Boah, Copper, Limestone. Ja, da ist die Industrie ja bald am Brodeln hier, ne? Mhm. Ja, da geht's ja bald richtig los. Gut, und hier ganz rechts ist jetzt Iron nochmal, nehme ich an. So Türen dazwischen wären auch irgendwie schön. Genau, ganz rechts ist nochmal Iron. Dann hole ich mal Iron ran. Alles klar. Also, oh Gott, das ist zu viel für meine arme Seele. Ach, Quatsch. Oh. So, und ich guck mal ganz kurz, damit wir ja nämlich auch die Wege trennen können. Mhm. 413, okay, wir sind gleich bei 500. Dann können wir nämlich das Upgrade machen für Logistik. Dann. Was gibt's dann? Dann haben wir diese Trenner und Connector bei den Förderbändern. Ja, geil. Und dann kann man sagen, okay, bisschen hier, bisschen geht da lang und daraus machen wir dann schön nochmal Schrauben zum Beispiel. Ja. Ich muss mal gucken, wie machen wir das mit den Schrauben und sowas. Hier unten, das hier ist ja quasi die Grundlagenfabrik hier unten, ne? Was wir hier gebaut haben, das sind alles nur Grundlagen, ne? Genau, das sind wirklich nur Grundlagen, ja. Dann sollte man die Grundlagen auch hier lassen und das nicht vermischen und die anderen Sachen vielleicht irgendwo anders produzieren eventuell? Ist das sinnvoll? Ich überlege wegen der Aufteilung später. Ist auch sinnvoll. Na, ich meine, okay, die Minen produzieren unendlich derzeit. Ja, genau. Das heißt, wir könnten... Ja, wir wären nicht darauf angewiesen, irgendwie... das eventuell wechseln zu müssen, sondern das bleibt jetzt hier so stehen, wie es ist, für immer. Genau. Unsere Grundlagenforschung. Also wir werden wahrscheinlich später noch mehr Eisen, noch mehr schmelzen müssen, bla bla bla, das wird wahrscheinlich passieren. Ja. Aber dann können wir das hier vielleicht in die Breite bauen einfach. Genau. Und dann machen wir so einen Förderbänder mit Eisen, so ein Eisenbus, wie es ja so schon heißt, ne, und sowas. Da sehe ich kein Problem, das ist wunderbar. Gut, Träumchen. Oh, schön. So, und wenn jetzt Limestone ankommt? Oh geil, da sind schon die Zementsäcke, geil! Ja! Die dicken Dinger. Vor allen Dingen so eine lange Leine hier irgendwie. Träumchen. Lange Leine ist auch der Favorit auf YouTuber-Partys, habe ich gehört. Was? Also. Ja, ich meinte die auch. Ja, ja. Hm? Na klar. So, ich mache hier mal ein bisschen mehr Speed drauf. Also auf die lange Leine. Was? Ja, aber kommst du aus Berlin? So. Welche? Hm, nochmal? Ja, nix. Oh. Aber gerade eine Leine, Entschuldigung. Also, ja, alles klar. Ich mach mal Zement. So, läuft auf jeden Fall durch. Boah, der Zementproduktion ist jetzt richtig am Durchschießen hier. Ich hab gerade noch zwei Batterien reingepackt, also zwei von diesen Schnelldingern. Ja. Was sagt denn unser Stromverbrauch? Ach, bitte. Wir sind noch unter der Hälfte von dem, was wir leisten gerade. Wunderbar. Jetzt brauchen wir wirklich nur so einen Automatismus für das Batterien oder Strom nachlegen. Immer wieder. Ja. So, okay. Zack. Ja, das kommt aber später, wenn wir den Spaceport gebaut haben, glaube ich. Mhm. Oh, warte mal, hier fehlt doch noch was. Huch. Asche auf mein Haupt. Asche. So. Okay, weißt du, was echt eine doofe Idee wäre? nee, sag mal. Ich komm zu dir, dann zeig es mir. Warte, ich habe leider gerade noch kein... Ich muss den Turm wieder hinbauen. Ich habe den zwischendurch abgebaut, aber... Das war, glaube ich, echt eine beschissene Idee, oder? Das wäre eine super dumme Idee. Wir wissen halt, was beim letzten Mal passiert ist. Haben wir daraus gelernt? Ja, ne? Ja, also ich leere mein Inventar. Ja, ich nicht. Das ist das, was ich daraus gelernt habe. Ah, ja, habe ich mir gedacht. Ja. Ah, so. Und jetzt sogar mit Sonnenaufgang. Oh. Kann man sich so eine Art Pool bauen? Oh, wie geil das hier aussieht. Ein Swimmingpool? Ja, wo man reinfallen könnte. Oh, das wäre natürlich schön, aber ich glaube, das geht nicht. So, ich starte die Maschine. Ja, ich stelle mich mal hier auf das Nebending. Vielleicht bringt das ja mehr diesmal. Oh, wir sind so klug.
Wir sind richtig schlau. Und in Ready to Take Off 3, 2, 1, und ein Rennen. Ja, Logistik, juhu! Aber das Ding dreht sich nicht. Schnell, bald ich! Ja, geil! Hallo hier! Moin! Wo ist das gut, dass ich hier stehe? Keine Ahnung. Oh, dein Name, dein Name ist schon... Oh, Alter, wir sind... Oh Gott! Fuck. Oh. Ich fliege schräg über die Welt. Oh, bei mir ist... Alter, ich sehe die gesamte Map. Oh, da hinten sind die Berge. Ich sehe, wie die Map aufgebaut ist. Oh, wie cool. Ich fliege immer noch hoch. Ich kann nur noch respawnen. Ich kann nicht mehr runter. Ich bin über den... Ich bin über dem Himmel. Ich bin jetzt über... Da war ich auch vorhin, ja. Alter, wie geil. Das ich probiere, in einem großen See zu landen, wenn es klappt. Ich komme nicht mehr... Oh, mein Gott. Oh, ich komme gar nicht mehr runter, glaube ich. Ich kann nur noch respawnen. Das heißt aber, meine Kiste ist wahrscheinlich weg. Oh Gott. Oh, ist das mein Charakter? Ich habe meinen Charakter. Oh nein, bitte nicht abschmieren. Oh nein. Oh oh. Ich lande gerade im Wasser. Ja, bei mir ist gerade nichts mehr. Bei mir ist eingefroren. Scheiße. Huch, Initializing Respawn Sequence Punkt Butt. Das ist ja cool. Das hat er vorhin genau. Nicht gemacht. BRB. Oh. Da bin ich wieder. Ich lebe. Ich auch, aber ich glaube, meine Kiste ist dann weg, oder? Ja, ich habe keine Totenkiste. Ach scheiße, was? Bei mir ist alles weg. Auch das Haupttool. Du hast es dir nicht vorher irgendwo hingepackt? Nein. Ich glaube, ich muss noch laden. Ja. Ich hätte vorher speichern sollen. Ich muss echt nochmal laden, weil ich habe kein Haupttool. Ich habe alles verloren. Kannst du das Haupttool neu bauen? Ja? Ja. Aber dann ist mir egal. Das Haupttool an der Dingsbums-Station. Ich hoffe, ich konnte helfen mit Dingsbums. Ja, die ist auf jeden Fall die Dingsbums. Ah ja, ich weiß schon, welche Dingsbums-Station, die da hinten steht, bei dir gerade. Ich muss ungefähr 35 Kilometer zu dir laufen. Was? Und das ist kein Witz. Was? Ich bin ans andere Ende der Map in den See gefallen. Du hast versucht, auf den See zu zielen und bist dann da reingefallen? Und musst jetzt... Ja. So, ich habe mir erstmal was zu essen geschnappt. Ach ja, ich habe meine Nüsse verloren. Du hast was? Ja, nun. Es war ein langer Tag. Hä, das ist doch irgendwie. Hä, diese Craft Station ist das Falsche, oder? Craft Bench. Ich glaube, du hast das Falsche bei dir gebaut. Nee, nicht bei mir. Beim Eingang zu. Ach, da hinten ist die, ja. Okay, bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Ja, weil ich hier, glaube ich, durch eine fremde Welt laufe. Ach so, ja, gut. Ah. Da ist ja alles in Ordnung. Oh mein Gott. Okay. Lauf. Ach ja, Object Scanner. Alter, oh Gott. Hilfe! Mich was? Greifen Bäume an! Bäume? Ah, so was ähnliches. Oh, ist das schön hier. Oh, okay. Kann ich mir das irgendwie merken hier? Nee, ne? Oh, Erik, wir müssen hier hin. Dann lass mal demnächst einfach spazieren gehen, vielleicht ein bisschen. Ja, unbedingt. So, oh, du glaubst nicht, schön das ist. Eisenkupferkabel. Oh, weia. Oh, weia. Oh weia. Der Fang irgendwo in fremden Gefilden. Ja. Bei mir die ganze Kiste weg. Oh Gott, feuerspuckende Viechers. Ja, von denen gibt's zwei, drei. Huch. Sackgasse. Nein. Auch davon gibt's zwei, drei. Oh, oh. Oh, ich habe eine geheime Höhle entdeckt hinter einem Wasserfall. Oh. Oh, das ist aber sehr gut. Es ist so eine Spinnenhöhle. Ich bin sowas von wieder raus. Oh mein Gott. Alles klar. Hä, hier kommt kein Leim mehr an. Warum das denn nicht? Kommt kein Limestone mehr an. Hä? Was denn da passiert? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Das kann nicht sein. Da tut doch der Teufel drin stecken. Warte, wenn wir ganz kurz eben. Oh, jetzt ruckelt's bei mir gerade ganz übel. Wahrscheinlich, weil du echt am anderen Ende der Karte bist. Ja. Ja, also ganz ehrlich, für den Early Access, das ist ja furchtbar. Das geht ja gar nicht. Nee. Dass das jetzt ruckelt, während du ganz woanders bist. Also, ja, das. Oh Gott, eine Dreierherde Feuerspucker. Alter. Mach sie fertig, komm einfach vorbei wieder. Ja, klar. Ach stimmt, du hast ja nichts, ne? Du hast ja auch keine Waffe. Ich hab gar nichts. Ja, stimmt, ja. Aber konntest du das nicht aus dem See ziehen? Nee, du bist dann respawned? Nee, wie? Warte mal. Nee, ich hab doch alles in meine Kiste gepackt. Ach ja, ach stimmt ja.
Weil ich ja Kluhu. Weil wir beide sehr schlau sind, offenbar. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bist du tot? Ja. Mich hat ein Rambo Rambock von der Klippe gestoßen. Alter. Das ist nie gut. Nee, das ist... Ich hoffe... Oh, jetzt oh, oh. Respawne ich. Ich oh, hoffe, ich komme wieder rein. Oh, oh. Bei mir ist er eingefroren gerade. Oh, oh. Ich bin wieder da. Cool. Bei mir ist gerade Factorio abgeschmiert. Ehrlich jetzt? Ja. Mach Send in Close. Ich kann mich auch nicht bewegen. Och nein. Ja. Och nein. Ja. Tschüss, Factorio. Och nein. Dann starte ich wohl nochmal, wa? Ich glaube, ich muss auch raus, nicht wahr? Ich glaube ja. Haben wir es kaputt gekriegt? Ich glaube, wir haben es kaputt gekriegt. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Oh, bei mir werden gerade andere Spieler auf der Map angezeigt. Hä? Aber die bewegen sich nicht. Die hängen an den Punkten W, N, E und S. Okay, das ist aber ganz merkwürdig. Ah, ja, ja, okay. So, Autosave. Oh, SS 404, cool. Und wir spielen dann zum Glück nur in dieser Session erst 6 Stunden, 18 Minuten. Es fühlt sich aber echt nicht so an. Überhaupt nicht. Es fühlt sich an wie 3 Wochen, das ist schrecklich. Okay, Funk? Ja, ich bin gerade rausgeflogen. Ich habe eine Idee. Mhm. Oh, cool, ich lade da, also ich respawne wieder beim Respawn-Punkt. Cool, und ich habe nichts mehr, ne? Ja, ich habe nichts mehr. Toll. Ich habe eine Idee. Ja, ja. Wie wär's, wenn wir nicht mehr auf die Rakete steigen? Sehe ich jetzt nicht. Gerade als ich es gesagt habe, kam es mir auch wieder scheiße vor, das zu sagen. Ja. Wie wär's, wenn wir vorher speichern und dann laden einfach? So. Invitest du mich? Dann klappt das. Achso, ja, klar. Nö. Warte, ich muss ja, kurz, so, warte, hier. Warte mal, hä? Wo ist mein Mausfall? Da. Invite Players, Funk Royal, lalala, huch, Invite. Nicht blocken. Juhu. So, confirm. Cool. Akzeptanz. Ich bin voller Akzeptanz. Oh ja. Oh, das war was. So Akzeptanz cool und Akzeptanz. Hm? Karten fliegen, das war gerade so schön. Das war echt voll geil. Okay, 2 gefalteter Stahl, 15 Kabel. Wie ist das denn? Okay, Kabel kann ich gleich ein paar mehr machen, offenbar. Hey, die Rakete kommt wieder. Schnell! Ich glaube, ich komme nicht rein. Oh nö, ne? Ja. Hat eine Windows-Firewall wieder, Oh oh. Schon wieder. Na, ich starte mal neu und dann noch einmal. Okay, okay, okay. Also Rechner neu oder Satisfactory? Nee, einfach nur Satisfactory. Okay. Vielleicht sollten wir es doch nicht mehr machen mit der Rakete. Ich bin mal unsicher. Ich bin mir auch ein bisschen fast Mist. Ja, ja, doof. Ich will aber. Das ist voll geil. So. So, kommt gleich wieder online. Ja, ich mache hier inzwischen ein paar Schräubchen und so. Ja, lass dich Zeit, ne? Dann mache ich. So, 300 Schräubchen. Mmh. Die gehen ja schnell. Richtig. Okay, wir sollten vielleicht das Ding irgendwo hinbauen, wo wir besser drankommen, vielleicht. Die Rakete? Ach ja, 2. Okay, 2 gefalterte Stahl. Okay, 3 Beacons brauche ich auch noch. Okay. 2 gefalterte, habe ich vergessen, gefalteter Stahl. So. So, magst du mich nochmal einladen? Warte mal. Ja, lass dir Zeit. Bei mir ist ein Spielersymbol. Wie kann ich gucken, welche Spieler gerade hier sind? Keine Ahnung. Oder bist du das vielleicht 1000 Kilometer weit weg? Ich lade dich gerne nochmal ein. Bei mir wird angezeigt, dass nur du im Spiel bist. Okay, nur ein Spieler. Okay. Hier Invite. So, Invite sent. Ich hoffe, das geht. Das sehen wir gleich, ne? Ja, sicherlich, das sehen wir wohl. Däumse drücke. So, Fallstahl. In einem fernen Land, in einem fernen Stahl. Marshall Fallstahl. Fallstahl. Nee, ich komme wieder nicht rein, aber ich glaube, das liegt dann daran, dass irgendwie meine Player-IP bei dir erst ablaufen muss.
Oh, okay, das ist aber strange. Also ich stell's mir gerade so vor. Hm, okay. Hm. Oh, nochmal 4 gefalteter Stahl. Okay. So. Ich mache gerade einen Object-Scanner. Oh. Ja. Den hatte ich auch vorhin gesehen. Der sah interessant aus. Ja, ich habe so einen noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was der macht. Also Objekte scannen, schön und gut, aber was erfahren wir über die Objekte? Das ist ein Stein. Na, vielleicht können wir dann neue Sachen bauen, wie beim Stein einen Hammer oder so. Hm, das wäre natürlich cool. So, Object Scanner ist gebaut. Scans the area for a set item. Ah, okay, da kann man irgendwas festlegen, wonach der scannt. Oh, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, ja. Ja. Also, haben. Einfach ja, haben. Ja, hast du recht, natürlich. So, Chainsaw. Muss ich auch nochmal machen. Mehr Schrauben. 10 Schrauben, 160. Nein, 160 Schrauben und 10 gefalteter Stahl. Ach ja, deine. Ach ja, die ist weg. Ja, die ist auch weg. Ja. Ah, das kriegen wir schon wieder hin. Hat sich trotzdem gelohnt. Ich bereue nichts. Ich auch nicht. Ich ja. auch nicht. So. Boah, ist das teuer. So eine Kettensäge ist echt teuer. Ja, ja, deswegen habe ich auch vorhin so, okay, ja, ich brauche die auch. Ich verstehe absolut warum. Ja, ich muss nur 3 Millionen Schrauben machen für den Scheiß. Okay. So. Jetzt geht's ja ein bisschen einfacher als vorhin. Ich habe jetzt gut reden. Na, jetzt werden ja Sachen geliefert zum Teil. Genau, genau. Das ist schon ganz praktisch. Irgendwann machen wir uns ein Kettensägen-Endlager. Oh. Nur was können. So weiß. Warum machen die das? Weil sie es können. Wir es können ja. So, zack. So. Ja, wir sollten die Wege dann kurz halten. Also wir müssten, glaube ich, den Hub zusammen mit dieser Crafting Station irgendwie mal ein bisschen optimieren. So, hallo Kettensäge. My old friend. Und ich mach mal schnell ein bisschen Benzin. Du kommst immer noch nicht rein? Nee, ich habe jetzt gerade ein neues Spiel gestartet, in der Hoffnung, dass meine IP dahin geht und ich bei dir weggeschrieben werde. Ah, okay, okay. Clever. Ich hoffe, das funktioniert. Jo, ich komm ja hoch. Hm. Vielleicht gehe ich drüben trotzdem mal ganz kurz gucken, ob ich noch ein bisschen nachlegen kann hier bei unseren Reaktoren. Also wieder reinkommen tue ich ja. Okay. Deswegen mach du mal weiter. Ja, ich mache jetzt nichts Spannendes. Ich lege hier gerade nur ein bisschen Biomasse in die Reaktoren, sowas halt, ne? Ich fütter die Bestien. Ich finde das ziemlich spannend. Ja gut, dann guck doch meine Folgen. So, 200. 117, ja, läuft. So. Prima. So. Ich glaube, ich weiß, warum Limestone nicht angeliefert wird. Ja. Ist das Ding hier? Doch, das müsste eigentlich... Ja, wir haben das, da ist kein Strom. Ach so, oh. Limestone kriegt keinen Strom, weil das alles. Ja, okay. Gut, dann wollen wir mal. Ich dachte schon, es liegt an mir und meiner perfekten Bauweise, aber dann. Nee, es lag mal wieder am Strom. So wie alles hier in diesem Spiel. Liegt alles am Strom. Alles, ja. Ich glaube, der Limestone, der da rauskam, war noch der, der vom Bohrkopf schon vorher abgebaut wurde. Ja, oh, jetzt hat die Saft. Jetzt kommt auch was raus. Träumchen. Ja, dann kann es ja bald losgehen, wa? Jo, ich bin hoffentlich gleich bald da. Keine Sorge, ich fahre hier Förderband so lange. Oh, schön. Oh, das ist so schön hier, aber auf dem Förderband. Ach, Mann. Ist wie so ein Treppenlift. Ich gewöhne mich schon mal dran. Ich weiß auch nicht, wie hoch man die Dinger bauen kann. So ein Stairway to Hell, Heaven halt. Ja, das wäre mal interessant auch. Und dann fliegt man wieder raus. Hm. Und dann macht man es nochmal. Man ist halt nicht lernfähig. Nee. Aber warum auch?
Also ich würde jetzt Rakete fliegen. Würde ich sofort nochmal machen. Würde ich auch sofort. Aber ich würde vorher speichern vielleicht. Das würde ich machen. Okay. Ja. Sind Sachen verloren gegangen oder? Ja, mein Inventar ist halt weg, ne? Ja. Also war weg. Relevante Sachen verloren gegangen. Nee, das nicht. Scanning for Power Slugs. Das ist ja gut. Nüsse kann... Oh ja, Nüsse soll ich mal machen. Weil ich habe nämlich keine Energie. Ich müsste eine Nussreise machen. Ich habe meine ganzen Nüsse verloren. Das Gefühl, das Gerät ist für den Arsch. Der zeigt, Scanner? Ja, der zeigt auch leere Nussbäume an. Also der zeigt die nicht an, der macht bup, 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 wenn er Nussbaum ist und auch wenn er leer ist. Na, wir können die leeren Nussbäume in Zukunft mit der Kettensäge einfach. Ich habe ja die Hoffnung, dass da vielleicht noch was wächst. Ja, es sah bisher noch nicht so aus. In den wenigen Minuten, die wir gespielt haben. Ja, hast recht. Kann man Nüsse kultivieren und dann vielleicht selber? Ich weiß nicht. Oh, das wäre schön. Ja, so ein Gemüsebeet oder so. Oh. Ja, aber ein bisschen Energie braucht man ja auch wieder. Na, auf jeden Fall. Ich laufe jetzt ja auch gerade ein bisschen rum. Und suche nach einem Nüsschen. Keine Nüsschen. Wäre das Joinen erneut? Ja, ich kann dich auch einladen. Ja, jetzt habe ich schon auf Join geklickt erstmal. Aber hatten wir vorher auch. Ach, klar. Ja, Nüsse, 7 Stück. My life is complete now. I can die. Aber wir müssen ja gar nicht essen. Wir werden ja nicht mehr angegriffen eigentlich. Naja, wenn wir auf Reise gehen, dann... Aber da kann ich auch wieder Nüsse sammeln. Da drüben ist zum Beispiel noch ein Viech. Das sonnt sich gerade. Wäre natürlich schade, wenn da jetzt was passiert. Ja, das ist dem armen Vieh. Oh Gott, ich bin hier bei Bäumen. Es tut mir echt leid, ich muss die Kettensäge nochmal ganz kurz. Ich weiß, ich mache das gerade ohne dich, aber... Ja, das ist schon ein bisschen schade, weil du weißt, wie sehr ich das mag, wenn du Bäume malträtierst. Das ist... Und ihn orkerst. Ja. Hier ist auch wieder so ein Hundi, tatsächlich. Die haben eine lange Zunge. Das hat mich vorhin angeschlappt. Ach so, echt? Hat so eine ganz... Oder es war ein Grafikfehler. Es kann auch sein. Aber es war eine lange rosa Zunge, die aus dem Mund heraus plöppelt. Oh, okay. Das ist ja cool. Ach, irgendein Viech hat mich wieder auf den Kieker, glaube ich. Ja, ist schrecklich mit den Viechers. Ah, okay. Greift aber nichts an. Dann nehme ich mal diesen Baum hier weg. Boah, schön alte Eiche. 100 Jahre alt mindestens. 1000 meine ich. 100 ist ja nichts. Geschichte da wohl drin steckt. Na egal. Papier draus machen. Steckt halt Geschichte im Ofen. So. Wir heizen mit Geschichte. So, magst du mich nochmal einladen? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Invite Player, Banco Royal, Invite. So. Ich hoffe, das geht. Nein, ich hoffe das auch. Das wäre echt blöd, wenn nicht. Sonst würde ich meins auch nochmal neu starten. Oh, das steht 6 Stunden 29. Mhm. Warte, ich glaube, ich muss... Oh, kriege ich jetzt Besuch? Ich hoffe. Also von dir natürlich auch, aber da unten kam gerade ein Viech. Ach so, das, was ihr nicht habt. Hm? Ein Viech? Ach so, ich dachte, das vierbeinige Fellviech. Ja. Ah, nee, das nicht. Das ist, ich weiß gar nicht, wo das ist. Entweder pennt heute wieder hier. Ich weiß es einfach nicht. Manchmal kommt hier in den Keller und macht komische Sachen. Kannst du connecten? Nee. Oh, darf doch nicht wahr sein. Wofür bezahle ich dieses Spiel überhaupt? Schrecklich, und sowas Early Access zu nennen. Hab ich kein Verständnis für, ehrlich gesagt. Das ist gerade mal Beta. Maximal, aber auch nur. Ja, dann starte ich auch gleich nochmal neu, wa? Ja, ich glaube ja. Also, willst du auch noch weiterspielen? Oh Gott, bedingt. Was? Oh, wo geht's denn da hin? Diese riesen Felsschlucht. Oh, wie cool das aussieht, aber da ist mit Boden. Oh, ich will hin. Oh. Okay.
Das ist die Stelle ohne Bäume gleich. Kann man sich gut merken. Warte. Oh, hä? Diese kleinen Vögel können auch fliegen. Was? Diese kleinen Fettvögel, die den Mund aufmachen. Nee, die können auch fliegen. Wenn man die schlägt, hoffentlich. Nee, nee, der ist gerade weggeflattert. Wie so ein Huhn, aber so. Konnte nicht richtig in der Luft halten. Immer so. So nach unten gepurzelt, mehr oder weniger. Oh, das war ja süß. Nee, okay, unbedingt weiter. Also, ja. Ja, okay, weiter. Dann guck, ich guck gleich mal. Ich würde da unten echt gerne hin. Filmt man nie wieder. Kann ich gucken, von wo aus das von unserer Base ist? Na, du kannst ja zur Base gucken und dir die Himmelsrichtung merken. Ja, naja, es ist Nord, also wenn ich zur Base gucke, ist Nordwesten, also müssten wir irgendwie Südosten irgendwo dahin. Genau, richtig. Ich hoffe, das klappt. Ja. Doch. So. Brauche ich auf jeden Fall ein paar mehr Nüsse, bevor ich dahin gehe. Okay, pass auf, dann logge ich mal ganz kurz aus. Mhm. Und liebe Zuschauer, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, das klappt gleich wieder. Also das mit dem Reconnecten ist offenbar immer noch so ein bisschen problematisch. Und vielleicht esse ich mal die Nüsse, die ich gefunden habe. Und wir fliegen nochmal Rakete. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn ihr wieder da bist, machen wir das sofort. Huch. Hä, hier ist ein komischer. Hier ist ein Batzen, wo kein Gras ist. Und das sieht aber irgendwie komisch aus. Okay. Gut, dann bis gleich. Moment, bis gleich.